Mit Weltmeister Olaf Thon, mit Dresdens Trainer Alex Schmidt und mit St. Pauli-Präsident Oke Göttlich. Und wir reden gleich weiter über sportliche Fakten, aber heute gab es bei St. Pauli eine spannende Entscheidung beim Thema Fanrückkehr. Wer darf kommen? Wie viele dürfen kommen? Heute wurde was beschlossen. Was genau? Ja, also wir haben uns dazu entschieden, alles in 2G, das heißt geimpft oder genesen, durchzuführen, weil wir es tatsächlich auch aus einem sozialen Faktor für unentbehrlich halten, dass die Impfung der beste Schutz ist und auch tatsächlich der solidarischste Schutz. Es geht nicht nur um die Impfung für einen selbst, sondern es geht vor allen Dingen darum, auch vulnerablen Gruppen gegenüber die Verantwortung zu übernehmen, dass man mit einer Impfung auch die Gesellschaft schützt. Und es geht tatsächlich darum, dass man Veranstalterinnen auch ab des Fußballs, nämlich Kultur, Musik, Kunst, wieder eine Möglichkeit aufzeigen muss, wie wir mehr Kapazitäten auch in Hallen und auch in Fußballstadien, die dann unter Freiluftbedingungen funktionieren, wieder mehr soziale Kontakte zulässt. Weil wir stellen natürlich gesellschaftlich schon fest, dass diese sozialen Kontakte, die wir lange Zeit nicht hatten, zu psychologischen Problemen führt, Existenznöte hervorruft, aber auch familiär zu großen Krisenfällen führt. Und wir haben hier eine Verantwortung und da ist Impfung der beste Schutz. Und deshalb gehen wir gerne voran und haben eine klare Entscheidung getroffen. Ich bin unseren Fans und auch Mitgliedern sehr dankbar. Wir haben das auf der Mitgliederversammlung lange diskutiert, dass sie diesen Weg mitgehen. Und auch ein Punkt, es gibt Ungeimpfte, die sich nicht impfen lassen können durch einen Attest, weil sie eben eine krankheitliche oder ein Krankheitsbild haben, wo sie sich nicht impfen lassen können. Für die wollen wir weiterhin kämpfen. Haben wir jetzt zunächst für das Spiel gegen Ingolstadt noch keine Möglichkeit bekommen. Also des nächsten Sonntag, genau. Das haben wir heute entschieden. Also man sieht, es sind wirklich so tagesaktuelle Entscheidungen. Wenn man weiß, was da alles hintersteht mit Kommunikation, Ticketverkauf und so weiter und so fort. Ich muss unseren Mitarbeiterinnen beim FC St. Pauli ein Riesenlob aussprechen. Wir haben wirklich tagesaktuell haben die alles zusammengerafft, damit wir das hinbekommen. Nun muss man sagen, das ist ein umstrittenes Thema. Also nicht jeder Verein denkt so. Ich glaube, in Dresden gibt es durchaus auch im Fanlager andere Meinungen. Da gibt es, glaube ich, auch Proteste, dass eben diese 2G-Regel eingeführt wird. Nun fragt man sich ja auch, es ist zum Beispiel bei den Fußballern nach wie vor nicht eingeführt. Wie denkt da der Präsident eines Fußballvereins? Also der Präsident des FC St. Pauli denkt, dass die DFL eine dringende Empfehlung geben muss, dass auch auf dem Spielfeld 2G herrschen muss, und zwar als Empfehlung. Die gibt es bisher so in der Deutlichkeit noch nicht. Das heißt, natürlich auch unter den Berufsausübungsaspekten und so weiter, kann man von niemandem verlangen und auch fordern, dass er sich impft. Es ist tatsächlich jedem Mensch darf sich selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber ich finde schon eine große Verantwortung, auch der Fußballer, auch gesellschaftlich, die sie tragen sollen und können, dass man es doch bitte auch durchführt. Und da haben wir den Körperkontakt, da haben wir die Nähe. Und es ist wichtig, dass man den Spielbetrieb erhalten konnte. Wir sind der DFL und Christian Seifer dankbar dafür, dass der Spielbetrieb damals aufrechterhalten worden ist. Aber jetzt gilt es auch, die Verantwortung von Spielerseite und Vereinsseite zu übernehmen, dass sich bitte alle impfen lassen.